Wenn man jetzt aus dem Dogma des RKI heraus immer noch von einem gewissen Selbstschutz ausgeht, selbst dann könnte man ja eine Impfpflicht in jeder Form ja nicht befürworten, denn zum Selbstschutz kann man die Menschen nun mal nicht zwingen. Es ist verrückt, weil es nämlich entsolidarisiert, im Gegensatz zur Behauptung der Solidarisierung. Wie kann es zu so einer Entwicklung kommen, dass man intern sagt, hey, lieber Finger weg, und gleichzeitig dann Werbekampagnen fährt, um genau diesen Impfstoff zu propagieren, indem man irgendwie die politische Elite der Republik damit impft? Wenn ich mir das anschaue, da könnte ich immer ins Heulen kommen, was wir irgendwie tatsächlich für eine Low-Level-Demokratie sind. Diesen Transparenzansprüchen wird unsere Regierung nicht annähernd gerecht. Das, was passiert ist die letzten 3 bis 4 Jahre, hätte gar nicht stattfinden dürfen in meinen Augen, einfach weil das Grundgesetz eingeschränkt wurde auf einer Basis, die, wie wir jetzt lesen können aus diesen Protokollen, jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrte. Ich hoffe eigentlich, dass jetzt der aktuelle Leak vielleicht dazu beiträgt, dass sich ein paar Leute in den Behörden an ihr Gewissen erinnern. Also, dass man vielleicht mehr Leute findet, die langsam den Mut haben, damit an die Presse zu gehen. Willkommen bei Wir drehen durch, und diesmal haben wir auch einen Gast, der Dinge an die Öffentlichkeit gebracht hat, die tatsächlich zum Durchdrehen sind. Aya Velasquez, herzlich willkommen. Freuen uns, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Und Frau Velasquez, ist es gelungen, in Zusammenarbeit mit einem Whistleblower erstmals überhaupt die gesamten RKI-Protokolle aus der Corona-Zeit völlig ungeschwärzt, ergo unzensiert, an die Öffentlichkeit zu bringen? Aya, du hast in diesem Zusammenhang, als du das dann auch am 23. Juli erstmals öffentlich kommuniziert hast, mit den Sätzen abgeschlossen, dies sei jetzt die Grundlage für eine kompromisslose und ernsthafte Aufarbeitung der Corona-Zeit. Bei all dem, was vorgefallen ist, so in den letzten Jahren, was gibt dir noch den Optimismus zu glauben, dass das wirklich jetzt reicht, um tatsächlich eine Aufarbeitung in dem entsprechenden Sinne zu initiieren? Also es war ja als Kann-Formulierung ganz bewusst gehalten, weil es bildet eben die Grundlage dafür, dass das passieren kann. Es steckt alles drin in diesen Dokumenten. Aber selbstverständlich, wenn wir Versuche erleben, das komplett auszubremsen, zu ignorieren, war irgendwas. Aber ich denke, dass die Sätze, die darin vorkommen, so entscheidend sind und so eindeutig, und viele dieser Sätze werden ja jetzt auch schon medial kolportiert, also beispielsweise Pandemie der Ungeimpften, das wurde ja gestern schon in diversen Medien ausgebreitet, dass das eben nicht ganz so war, wie es vorher dargestellt wurde. Und ich denke, dass diese Erkenntnisse langsam ins kollektive Bewusstsein reinsickern werden, ganz egal, ob die Medien ihren Job machen oder nicht. Das findet jetzt eigentlich unabhängig der ehemaligen Leitmedien statt. Also du meinst tatsächlich, diese Aufarbeitung wird möglich sein, auch bei all den Versuchen, die es ja auch gab, also alleine gestern irgendwie ein Klassiker, Siegelho von ARD Faktenfinder, der erzählt hat, ja, nichts weiter, erneut wurden da halt ungeschwärzte Sachen veröffentlicht. Also an sich völlig absurd, aber man sah ja schon die Tendenz, das jetzt erstmal klein zu halten. Und wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, dieses Momentum oder auch die Hegemoniekraft der Leitmedien ist bereits so dahin, dass das auch anders erreicht werden kann. Ja, also ich glaube, dass die Aufarbeitung sowieso schon lange in den Händen der Bürger liegt. Das sieht man ja daran, dass das, was früher Medien wie der Spiegel gemacht hätten, zum Beispiel an solche Unterlagen erstmal rankommen zu wollen, sich dann wirklich dahinter zu knien und es dann auch hinzubekommen, das ist ja vorbei. Also wer hat sich jetzt um Unterlagen bemüht? Das war Paul Schreier, dem ich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich danke dafür, weil also ohne ihn wäre das jetzt auch einfach nicht passiert. Christian Hafner, ein Allgemeinmediziner aus Frankfurt, der in seiner Freizeit praktisch ganz, ganz viele Dokumente rausgeklagt hat, mit der Hilfe von Menschen, die ihm einfach dabei helfen. Also der betreibt Crowdfunding, sonst könnte er seine ganzen Klagen gar nicht finanzieren. Der alleine hat 4 bis 5 Dokumente im Alleingang rausgeklagt. Ist alles auch noch ongoing, also da sind auch noch Schwärzungen, die es gilt aufzuheben. Also das ist ein kleines unabhängiges Medium in Gestalt von Paul Schreier und seinen Mitstreitern und Christian Hafner, im Allgemeinmediziner. Es ist längst in den Händen der Zivilgesellschaft. Ohne diese Menschen hätten wir bislang diese Erkenntnisse gar nicht gehabt. Das heißt,
die Aufarbeitung passiert, aber sie passiert bottom-up, sie passiert grassroots. Und dass uns die arrivierten Medien dabei natürlich ungern die Deutungshoheit überlassen wollen, ist klar. Aber sie haben keine andere Wahl, weil wenn wir nun mal zuerst auf dem Material sitzen, dann sind wir halt auch diejenigen, die sich zuerst darin eingelesen haben. So war es ja auch gestern mit der Pressekonferenz. Also wir haben es alle so schnell öffentlich gestellt, wie wir konnten, nachdem das ganze Material vollzählig war. Also da auch keine einzige Sekunde gewartet, deshalb war es auch eine Nachtschicht. Also als ich den letzten Datensatz hatte, ganze Nacht durchgemacht, überhaupt nicht geschlafen, morgens auf die Pressekonferenz gefahren. Aber sofort online gestellt. Aber dann ist es halt auch so, wenn man sich um diese Dokumente kümmert, natürlich heißt das auch ein Stück weit die Deutungshoheit an sich reißen. Das gefällt denen nicht, das ist klar. Ja, ich hatte gestern tatsächlich, also wir haben das ja aufgeteilt und ich habe mir ganz viele Punkte rausgeschrieben zum Inhalt dieser Protokolle und ich finde es immer gut, auch ein bisschen Text dabei zu machen. Und einer der Punkte, der gestern dann nicht mehr rankam, war zum Beispiel, das RKI hat dann nämlich schlussendlich sowohl die einrichtungsbezogene als auch die allgemeine Impfpflicht befürwortet, was ich besonders schockierend fand, weil sie eben ganz genau wussten, es gibt keinen Fremdschutz. Und ohne das Fremdschutzargument, also wenn man jetzt aus dem Dogma des RKI heraus immer noch von einem gewissen Selbstschutz ausgeht, selbst dann könnte man ja eine Impfpflicht in jeder Form ja nicht befürworten, denn zum Selbstschutz kann man die Menschen nun mal nicht zwingen. Und die Textstelle dazu wäre, eine Stellungnahme zur Impfpflicht wurde erarbeitet. Eine einrichtungsbezogene, aber auch allgemeine Impfpflicht wird vom RKI als sinnvoll erachtet. Eine einrichtungsbezogene Impfpflicht lässt sich einfacher implementieren als eine allgemeine Impfpflicht. Auch ein tolles Argument für die einrichtungsbezogene Impfpflicht, einfach zu sagen, ach, das kriegen wir jetzt ein bisschen einfacher durchgesetzt. Na, schön. Na klar, dann trifft es halt die. Können sich schlechter wehren, richtig. Nicht alle betroffen. Es ist verrückt, weil es nämlich entsolidarisiert, im Gegensatz zur Behauptung der Solidarisierung. Und noch ein Punkt. Ich glaube, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht der Fuß in der Tür sein sollte für die allgemeine Impfpflicht. Genau. Dann konnte man nämlich wieder das Solidaritätsargument vorschicken, nach dem Motto, jetzt haben sich die Ärzte und Pflegekräfte schon für euch geimpft. Die sind jetzt alle schon geimpft, aber ihr noch nicht. Wollt ihr die allein im Regen stehen lassen? Da möchte ich jetzt was zu sagen, nämlich, weil ich bei dir einen neuen Begriff gelernt habe. PSYOP. Ja. PSYOP heißt ja psychische Operation. Psychologische Operation. Psychologische Operation. Und das wäre der Weg einer psychologischen Operation. Genau. Dass wir auch in der Sprache nicht so bewanderten Menschen uns was drunter vorstellen können. Und diese PSYOPs hätten den Weg über die spezifische Verordnung der Impfpflicht zur allgemeinen Impfpflicht geebnet. Über die Entsolidarisierung und über den bereits gestarteten Versuch. Hm? Genau, ja. Ganz richtig. Und dann gibt es noch eine Stelle, das war gerade der 26.11., dann 27.10., einen Monat vorher, haben sie aber gleichzeitig vorgegeben, dass sie gegen Zwang sind. Und zwar, Kampagne zur Boosterimpfung am 10.11. setzt zu spät an. Es gibt Überlegungen, Druck und Zwang auszuüben. Zwangsmaßnahmen in Erwägung zu ziehen, weil bestimmte Dinge nicht funktionieren, ist bemerkenswert. Der Übergang vom politischen Vakuum zur neuen Regierung gelingt hoffentlich rasch. Also einen Monat vorher sagt man, man ist dagegen, Zwang auszuüben und hoffentlich haben wir bald wieder geordnete Verhältnisse, sodass das nicht nötig sein soll. Und einen Monat später spricht man sich dann schon für die einrichtungsbezogene und allgemeine Impfpflicht aus. Naja, und dann gibt es halt ganz, ganz viele Dinge in diesen Protokollen, die widersprüchlich sind. So ein paar, also ich kann jetzt nicht überall sozusagen die Beispiele, die Textbeispiele vorlesen, das führt vielleicht ein bisschen zu weit. Aber noch so ein paar wichtige Erkenntnisse, die ich persönlich daraus gezogen habe aus der Zeit bis Dezember 21, würde ich gerne noch vortragen. Und zwar, das RKI wusste einfach ganz genau, dass die Menschen unter den Maßnahmen litten, fuhr diese aber nicht zurück, sondern erhöhte sie noch. Und man hat dabei auch immer mit Shifting Baselines gearbeitet. Also wenn ihr euch, das ist sozusagen, wenn man immer wieder die Grundlage, die Argumentationsgrundlage oder die, wie nennt man das, die Bedingungsgrundlage verschiebt. Zuerst sagt man, die Bedingung dafür, dass die Maßnahmen enden, ist, dass alle ein Impfangebot hatten. Ihr erinnert euch vielleicht ja, daran. Genau, das natürlich. Wurde ja immer wieder gesagt. Wenn alle ein Impfangebot hatten, dann enden die Maßnahmen. Genau. Aber als dann alle ein Impfangebot hatten,
war das ja irgendwie vaporisiert. Also dann zählte das gar nicht mehr. So. Und das ist halt ein Punkt. Die wussten die ganze Zeit, also gibt es diverse Textstellen, wo es heißt, ja, aus Krankenhäusern erreichen uns Anfragen, die wollen wissen, wann werden denn die Maßnahmen irgendwann wieder zurückgefahren, wann endet denn die Pandemie. Und das RKI hat dann erst gesagt, wenn alle ein Impfangebot hatten, aber als das dann so spätestens im August, September 21 soweit war, hat im Protokoll davon niemand mehr geredet von dieser Bedingung und es ging einfach weiter. Das ist verrückt. Das ist wieder, da wird wieder aufgezeigt, was eine PSYOP ist. Und ich glaube, wir müssen das schon verstehen, lernen, weil wir sonst nicht verstehen, wie Macht funktioniert. Ich überlege aber fast gerade, ob das RKI nicht sogar selber ein Stück weit in einer PSYOP steckte, weil es ist ja so, ich glaube, aus den Protokollen herauslesen zu können, dass die ein Stück weit in dieses Denken reingewachsen sind. Und vieles hängt an der Person des Lothar Wieler, bin ich ganz überzeugt von. Also, dass Lothar Wieler eine Person ist, der eigene kognitive Dissonanzen nicht so stark wahrnimmt. Wenn der was gesagt hat vor 2 Wochen, was jetzt schon wieder anders ist, dann erinnert er sich da nicht unbedingt dran oder fühlt irgendeine kognitive Dissonanz, dass er noch vor 2 Wochen noch was ganz anderes vertreten hat, sondern das ist dann einfach so. Also so ein bisschen wie dieses Orwellsche Memory Hole. Letzte Woche war halt eine andere Wahrheit und diese Woche ist diese Wahrheit. Aber diese Wahrheit hat keinen Bezug zu der Wahrheit von letzter Woche. Genau. Ja, nee, aber zu Wieler fällt mir auch ein, ich hatte ja einen Artikel dann geschrieben über eure Pressekonferenzen, da kamen es kamen mehr Leserbriefe, die tatsächlich meinten, hey, im privaten Kontext Kontakt mit RKI-Mitarbeitern gehabt und die hörten auch gesagt, hey, der Wieler übertreibt komplett, also dass er eigentlich tatsächlich so eine Sonderrolle hatte am Anfang. Aber dann anscheinend, das hat es ja gestern auch erwähnt, ist ihm irgendwie, nicht nur ihm, aber gelungen ist, dass dann dieser anfängliche Widerstand oder das einfach entspannter zu betrachten, aufgehoben wurde und dann alle mehr oder weniger auf Wieler Linie agierten. Ne? Und das ist auch wieder verrückt. Da hat man nämlich ein Beispiel für die mediale Macht, die sich aus der Situation ergibt. Ich bin mir sicher, der Wieler, der nie eine öffentliche Person war, den niemand kannte, wird über Nacht in eine öffentliche Person verwandelt mit Starkult. Mal egal, ob man ihn liebt oder nicht, jeder kannte ihn in diesem Land. Und damit wird man nicht so einfach fertig. Das macht sozusagen, bringt dich in eine Situation der Bedeutung, der du als Mensch niemals gerecht wirst. Also, und in deinem Kopf, wenn du das annimmst, kannst du das nicht mehr korrigieren. Weil du müsstest dir jeden Morgen sagen, ich bin nicht der Wieler, über den gesprochen wird. Ich spreche etwas, was nicht ich gedacht habe, was mir vorgesetzt wird aus dem und dem und jenem Grunde. Und das können die allerwenigsten, sind in der Lage, mit dieser medialen Macht fertig zu werden. Das sieht man auch an Journalisten. Schon wenn Sendungen nach ihnen heißen, werden sie ja gaga. Also ob du jetzt Frau Maischberger, Herrn Lanz oder Frau Illner oder egal wen nimmst, die einzige Person, die ich kenne, die damit fertig wird, weil sie es so weit von sich weghält, ist Sarah Wagenknecht. Ist noch deine Show benannt, aber eine Partei ist nach ihr benannt. Eben. Das kann ja noch Auswirkungen haben. Genau, nee, hat's aber nicht. Die sitzt da, die ist so konzentriert auf das, was sie zur Welt zu denken hat. Und zwar nicht über sich. Also was aus den Protokollen ganz klar herauskommt, ist immer wieder die Angst vor Gesichtsverlust. Genau. Da kann ich direkt eine Textstelle zu geben. Das RKI hatte Angst, für Fehlentscheidungen politisch verantwortlich gemacht zu werden oder schlecht dazustehen. Beweis dafür, 22.10.2021, eine Strategie zum Umgang mit der Wahrnehmung in der Bevölkerung, dass Deutschland die Pandemie nicht gut bewältigt hätte und das RKI zum Teil dafür verantwortlich sei, soll entwickelt werden. Eine Aufarbeitung der Bewältigung der Pandemie mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe aufgrund eines Widerspruchs von Herrn Seehofer nicht weiter verfolgt. Seehofer hatte da offensichtlich auch schon eine erste bremsende Rolle, um eine Aufarbeitung zu verhindern, schon im Jahr 21 wohlgemerkt. Und 29.10. Schwierig, sich zu politischen Fragen zu äußern. Aufpassen,
dass RKI nicht für alles verantwortlich gemacht wird, weil sich kein anderer äußert. Also genau. Da kommt genau das raus. Aber bei RKI und Verantwortung, was besonders eindringlich fand, auch bei der Pressekonferenz, waren die Ausführungen von Herrn Homburg zur Impfung und dieser Aspekt, dass beim RKI relativ klar war, gerade in Bezug auf AstraZeneca relativ schnell, was für negative Auswirkungen das haben kann. Also man zitiert ja dann auch Gefahr von Venenthrombose um das 20-fache höher als bei Nichtimpfung. Und dann wenige Wochen später so die politische Elite der Bundesrepublik PR-artig just mit AstraZeneca geimpft wird. Da denke ich mir auch so, da hast du das RKI, die wissen, hey, gerade AstraZeneca ist ein ganz schwieriger Fall, intervenieren aber nicht, wenn irgendwie der ihnen vorgesetzte Gesundheitsminister Olaf Scholz, Angela Merkel, Lauterbach, damals war Jens Spahn noch der Gesundheitsminister, geimpft werden mit einem Impfstoff, den sie intern schon extrem kritisiert haben. Ne? Da denke ich mir auch so, kann ich mir denken, war das jetzt Absicht? Also vermutlich nicht, ne? Aber da habe ich mich tatsächlich gefragt, wie kann es zu so einer Entwicklung kommen, dass man intern sagt, hey, lieber Finger weg und gleichzeitig dann Werbekampagnen fährt, um genau diesen Impfstoff zu propagieren, indem man irgendwie die politische Elite der Republik damit impft. Kann man natürlich auch irgendwie Theorien aufstellen, was dann tatsächlich geimpft wurde. Aber da, das war so eins der Sachen, wo ich echt am selbst geschluckt habe. Und dann wäre auch meine Frage, gibt es in der Hinsicht, seid ihr da auf noch mehr gestoßen? So auf diese jetzt, Art der Widersprüchlichkeit? Ja, ganz viel. Also das eine, was mich sehr geschockt hat, war zum Beispiel im Juni, das war in einem Teil, der eher so mit Kindern zu tun hat, und zwar im Juni 2021 war es so, dass innerhalb von 2 Wochen das RKI seine Maskenvorgaben für Kinder komplett geändert hat. Nämlich erst war das so, dass sie Maskenpflicht inzidenzabhängig betrachtet haben. Also waren sie zum Beispiel froh darüber, dass das Bundesland Schleswig-Holstein unter einer Inzidenz von 35 die Maskenpflicht für Kinder abgeschafft hat und meinten, das deckt sich mit unseren Vorstellungen. Also Kinder müssen bei so einer niedrigen Inzidenz keine Masken tragen. Aber 2 Wochen später sprachen sie sich dann für eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht bei Kindern aus. Da kann ich ja eben mal die Stellen finden. Genau. 9.06.2021 in Schleswig-Holstein soll die Maskenpflicht in Schulen fallen. Dies entspricht unseren Empfehlungen. Bei Inzidenz unter 35 keine Maskenpflicht für jüngere Schüler, für ältere optional. Dann 16. Juni, also 9. 16. Juni, sogar weniger als 2 Wochen. Ah nee, Ende Juni kommt es dann. Das 16. ist aber noch anderweitig interessant. Die Empfehlung, dass verwundbare Menschen sich durch FFP2-Masken selbst schützen sollen, ist nicht zielführend, da diese oft keine FFP2-Masken tragen können. Hier ist Solidarität gefragt. Eine gezielte Ansprache von jungen Menschen sollte stattfinden. Also junge Menschen sollen plötzlich FFP2-Maske tragen für Vulnerable, die dies nicht können. Ja? Eigentlich ist es in der Medizin immer, dass eine medizinische Anordnung oder Verordnung oder Medikation immer der Person selbst helfen soll. Also man macht keinen Fremdnutzen. Das wurde natürlich hier alles über Bord geworfen. Und jetzt kommt Ende Juni 21, 25.06. In diesem Rahmen wurde über die zu befürwortenden Maßnahmen in Schulen diskutiert, gerade für den Herbst. Es wurde eine Einigung darüber erreicht, dass ein Multikomponentenansatz am erfolgsversprechendsten ist. Medizinischer Mund-Nasen-Schutz unabhängig von der Inzidenz. Kein FFP2 notwendig. Oh, wie gnädig. Anpassung aller betroffenen Papiere an die Diskussion, insbesondere im Hinblick auf das Maskentragen. Masken als Teil der Multikomponentenstrategie sollten unabhängig von Inzidenzschwellen immer getragen werden. Und jetzt ist es wirklich das Interessante, was steckt im Zusatzmaterial. Wenn wir da keine Studie finden, die irgendwie auf einmal sagt, Masken Kinder jederzeit, dann wird das RKI sich tatsächlich an dieser Stelle erklären müssen. Weil dann wissen wir wirklich, eine andere wissenschaftliche Grundlage kann es dort nicht gegeben haben, weil jetzt ist ja sogar das Zusatzmaterial draußen. Das heißt, man kann alles, was jetzt in den Ergebnisprotokollen drinsteht, abklopfen auf das
wonach wurde hier eigentlich entschieden? Geht natürlich auch an die engagierten Zuschauer. Ja, absolut, absolut. Es gibt auch eine Suchfunktion, ne? Also und du fragtest gerade noch so nach weiteren Stellen, die sehr widersprüchlich oder auch, ja, sag ich mal, schockierend sind. Jetzt muss ich mich nur in meinen ganzen Protokollen zurechtfinden. Also, ich kann ja mal kurz meine Liste durchgehen. Ja, vielleicht noch ein paar Punkte, die mich besonders bewegt haben. Also gestern habe ich schon angeschnitten, dass das RKI eben 2G-Maßnahmen befürwortet hat, aber ganz genau wusste, dass es dann Widerspruch gibt in dem, wie die Politik das versteht, weil die Politik eben das als eine Fremdschutzmaßnahme aufgefasst hat und damit ja auch die ganze juristische Argumentation fußte. Weil es ist eben so, was ich gerade schon angesprochen habe, zum Selbstschutz kannst du eigentlich niemanden zwingen. Und das RKI hat auch gesagt, das ist, ist eine juristische Entscheidung, müssen Juristen entscheiden, und haben sich da so ein bisschen auch, sage ich mal, aus der Affäre gezogen. Ja, ob es jetzt elegant war, kann man darüber streiten. Ne? Das RKI wusste halt, dass die Impfung nicht vor Ansteckung schützt, aber hat es dann immer wieder auf andere Gründe geschoben. Also die Impfung konnte es auf gar keinen Fall gewesen sein. Sie hatten dann ganz viele Erfahrungsberichte aus anderen Ländern, wo die Impfquoten auf einmal hoch waren, dort, wo viel geimpft wurde. Und sie haben diese Länder sehr genau angeschaut. Also da gab es dann Studien in Bahrain, Seychellen oder sowas. Und sie wussten, überall dort ist die Impfquote hoch. Und dann haben sie es aber als Einzelfälle abgetan und haben dann immer bei den Erklärungsansätzen alles Mögliche in Betracht gezogen. Na, welchen Impfstoff haben die denn da benutzt? Wurden vielleicht die Maßnahmen aufgehoben? Also es war alles, aber nicht die Impfung. Und sie haben dann aber nicht daraus geschlossen, naja, vielleicht wirkt ja die Impfung nicht so toll. Hat man halt überlegt, wie man die Impfbereitschaft noch weiter steigern könnte. Also das, was Albert Einstein eigentlich mal als die Definition von Wahnsinn ausgelegt hat. Also man tut etwas, von dem man merkt, es klappt nicht, aber man tut es dann extra weiter und noch am besten umso doller. Dann haben sie zum Beispiel überlegt, ob man den Leuten finanzielle Anreize bieten könnte, um sie zum Impfen zu bewegen. Da gab es eine Stelle, da hieß es dann Geld wirkt immer oder Geld hilft immer. Ne? Und dann haben sie sich angeschaut, na, in Australien werden zum Beispiel jetzt Eltern irgendwie da Kita-Gebühren erlassen und das hätte super geholfen, um die Menschen zum Impfen zu bewegen. Ne? Also finanzielle Anreize. Ist in Australien auch nochmal eine ganz andere Nummer. Ne? Da sind Kita-Gebühren locker im mittleren dreistelligen Bereich. Stimmt, hier ist es ja auch gratis, da hätte ja, man das nicht nehmen können. Aber es wurde dann ja medial auch besprochen. Also ich kann mich da erinnern, dieser eine Autor von der Zeit, Thomas Beschorner, das ist so ein Wissenschaftler, und der hat zum Beispiel auch diesen schönen Artikel geschrieben, eine Impfpflicht sei ethisch gerechtfertigt, mal eine tolle Überschrift mal. Und der hat zum Beispiel überlegt, ob man nicht Ungeimpfte mit 500 Euro bestechen könnte. Ist natürlich dann doof für die, die schon geimpft sind. Die fühlen sich dann halt auch wieder so ein bisschen verarscht, dass sie es gratis gemacht haben. Also hätte sicherlich nicht zum sozialen Zusammenhang beigetragen. Auch ethisch grandios, aber extrem, ja. Aber das RKI hat mit solchen Ideen halt geliebäugelt. Was ich krass fand, war, das RKI wusste ganz genau, dass Mischimpfungen, also die Rede ist an den Protokollen von einem heterologen Impfschema, zu heftigeren Reaktionen führt. Aber es hat dennoch zu diesen Mischimpfungen dann später geraten. Also, dass die Leute, wenn sie sich erst mit AstraZeneca haben impfen lassen, dann mit etwas anderem impfen sollen. Und sie haben dann nur spekuliert, naja, so ein heterologes Impfschema und wenn dann die Reaktionen erstmal heftiger sind und ein bisschen mehr Fieber, das kann ja heißen, dass die Impfung besser wirkt. Also wir wissen es nicht genau, aber wir spekulieren jetzt einfach mal. Ne? Dann wollte das RKI den genesenen Status im Hinblick auf Impfempfehlungen nicht gelten lassen. Also man sollte keine serologischen Untersuchungen durchführen, im Sinne von, na, wie hat er denn schon Antikörper? Es galt ja nur Antikörpertest plus PCR-Test, den man vorher hatte. Das wollten sie nicht gelten lassen und sie meinten, sie sind froh, dass die STIKO davon überzeugt werden konnte, dass das eben nicht gilt. Aber übrig bleibt, dass es darum geht, ja immer Menschen letztlich zu verwirren und die einfachsten Fragen nicht zuzulassen. Also zum Beispiel für mich war nach dem Interview mit Bill Gates, der Wahnsinn hat sich mir da offenbart. Und der hat sich mir offenbart in dem Satz von Bill Gates, dass 7 Milliarden Menschen oder 7,2 geimpft werden müssen. Mhm. Und wenn ein Mensch solchen Satz sagt, geht es ihm nicht gut. Das ist Wahnsinn. Zu wagen, für die Weltbevölkerung zu sprechen,
zu wagen, für die gesamten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu sprechen, zu wagen, eine Maßnahme vorzuschlagen, deren Wirkung man nicht kennt, ist Wahnsinn. Aber vielleicht nochmal zurückkommen direkt auf die RKI-Protokolle, die übrigens auch auszugsweise hinten hängen. Ein Aspekt, den ich auch irgendwie interessant finde und für mich noch nicht so beantwortet bekommen habe, ist, was auch du jetzt vorgetragen hast, wie viel ist dadurch genuin aus dem RKI herausgekommen und was kam tatsächlich durch politische Ansage oder Weisungen? Es gab einen Punkt, den hattet ihr auch gestern aufgezählt, wo dann Christian Drosten sagt, oder erwähnt wird er zumindest, er sagt, er sitzt ja nicht direkt im RKI, aber wo auf ihn verwiesen wird und gesagt wird, hey, er hat da eine Veröffentlichung geplant, eine wissenschaftliche, in der er sagt, er eigentlich, dieses anlasslose Testen ist völlig absurd, aber er wird das nicht veröffentlichen, weil es widerspreche Regierungshandeln. Ne? Und die ganze Sache mit Multipolar und auch Paul Schreier hat immer darauf hingewiesen, dieses Hochskalieren, kam das jetzt aus dem RKI oder doch aus dem Ministerium? Da wäre auch noch die Frage, habt ihr da noch Sachen gefunden, die darauf hindeuten, dass entgegen der bisherigen Darstellung, wo es immer heißt, RKI total unabhängig, die darauf hindeuten, dass es doch weit mehr politische Einflussnahme gab, als es uns bisher versichert wurde? Ja, so an einigen Stellen. Also das, was du gerade angesprochen hast, war tatsächlich die Stelle, wo... das waren die Herbstmaßnahmen. Das waren die Maßnahmen für den Herbst. Und zwar Christian Drosten hatte selber ein Papier für den Herbst vorgestellt. Und er hat das dann aber nicht veröffentlichen wollen, weil es eben entgegen dem Regierungshandeln, widerspricht, ist der genaue Wortlaut. Und ich finde, das ist eigentlich eine Stelle, wo er sich erklären müsste, weil das Regierungshandeln kann für ihn als Wissenschaftler nie der Maßstab sein, gerade wenn er sich immer auf Wissenschaft berufen hat und dass er ja nur als Wissenschaftler spricht. Also es sind ja auch jetzt bei ihm Versuche zu erkennen, eigentlich aus der Nummer, dass er tatsächlich politische Empfehlungen gegeben hat, all die Jahre, jetzt wieder herauszukommen. Also er tut sich jetzt wieder so ein bisschen fein zurückziehen auf die Rolle des ganz objektiven Wissenschaftlers, der ja nie politische Empfehlungen gegeben hätte. Also er sagte auch ganz wortwörtlich in einem Interview, glaube ich, mit dem Spiegel war das, das allererste, was so zu seiner Medienrallye rausgekommen ist, dass sein Fach sich ja da weit aus dem Fenster lehnen würde, wenn es eben politische Empfehlungen gibt. Da muss man gemäß seiner eigenen Definition sagen, er hat sich politisch aus dem Fenster gelehnt all die letzten Jahre. Ne? Ja, also Weisungen gab es bei Pfizer und Politik, die waren eben für die Boosterimpfung, das kann man ganz klar nachweisen. Also an der Stelle, wo zum ersten Mal über die Boosterimpfung geredet wird in den Protokollen, heißt es, die werden vor allem von Politik und Pfizer gefordert und nicht wissenschaftlich. Und ja, die Wissenschaft kam damit nicht zuerst raus und schon gar nicht das RKI. Und dann nach kurzer Zeit hat aber das RKI es sich zu eigen gemacht. Also ich glaube, es war immer so ein Prozess von erspüren, was will man gerade von ihnen, und dann es sich aber auch zu eigen machen. Genau. Ne? Und dann auch irgendwie gar nicht mehr reflektieren, kam das jetzt von uns oder kam es nicht von uns. Ja? Eine andere Stelle, es gab eine Stelle, wo auch das RKI ganz klar sagt, dass es nicht unabhängig ist. Aber es ist natürlich auch relevant deswegen, weil auch wenn ich in der BBK nachgefragt habe, war immer der Diskurs, obwohl es eigentlich eine weisungsgebundene Behörde ist, wurde immer gesagt, da ist das RKI für verantwortlich, wir haben da nie Druck ausgeübt. Ne? Und das aufbrechen zu können, wäre auch ganz interessant. Das wirst du zig Stellen finden in den Protokollen. Die eine hier ist, finde ich, sehr prägnant, auch wenn ich jetzt vielleicht den Inhalt, der dort diskutiert wird, gar nicht so entscheidend finde. Aber das sind ja manchmal andere Prioritäten. Das war am 10. September 2021, Seite 6 und 7. Am Donnerstag erfolgte vor Veröffentlichung der Aktualisierung des Kontaktnachverfolgungsmanagementpapiers eine ministerielle Weisung zur Ergänzung. Diese beinhaltete die Berücksichtigung der AG-Tests für die Freitestung auch schon nach 5 Tagen. Es wurde von RKI-Seite die Notwendigkeit der seriellen Testung im Anschluss an die Freitestung ergänzt, damit das Sicherheitsniveau erreicht wird und so umgesetzt. Der neue Passus sorgte für Irritationen auf Seiten der Länder. Eine derartige Einflussnahme seitens des BMG in RKI-Dokumente ist ungewöhnlich. Die Weisungsbefugnis des Ministers bei technischen Dokumenten des RKI wird derzeit
von L1, das ist wahrscheinlich so ein Referat, rechtlich geprüft. Aktuelle Einschätzung der RKI-Leitung ist, dass die Empfehlungen durch das RKI in der Rolle einer Bundesbehörde ausgesprochen werden und einer ministeriellen Weisung zur Ergänzung dieser Empfehlung nachgekommen werden muss, da das BMG die Fachaufsicht über das RKI hat und sich als Institut nicht mehr auf Freiheit der Wissenschaft berufen kann. Die wissenschaftliche Unabhängigkeit des RKI von der Politik ist insofern eingeschränkt. Da steht es schwarz auf weiß. Ja, es ist zumindest ein Eingeständnis. Gleichzeitig ist natürlich auch ein bisschen Widerstand herauszulesen, ne? Weil sie lassen die Weisungsgebundenheit oder die Weisungspflicht ja immerhin prüfen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ihr das gesehen habt. Es ging jetzt hier um die, wann man freigetestet werden kann. Also ob man jetzt nach 10 Tagen sich aus der Quarantäne freitesten kann oder nach 5. Also bei dem, was da alles gelaufen ist, halte ich das jetzt wirklich für so ein Randthema. Aber da merkt man so, was sozusagen die Scheingefechte waren, wo das RKI praktisch noch meinte, irgendwas an eigenem Entscheidungsspielraum ja, rausholen zu können. Andere Punkte waren schon so indiskutabel, da hat man es gar nicht erst versucht. So lese ich das. Ja, ja? So also so absolut, also Dinge, an denen nichts hing. Ja, genau. Ob jetzt jemand nach 5 Tagen oder nach 10 Tagen aus der Quarantäne entlassen wird. Es ging hier um viel, viel größere Sachen. Ja? Also es haben Leute ihre Jobs verloren, weil sie sich nicht impfen lassen wollten. Da hat man nicht widersprochen. Also die großen Kämpfe, wo man vielleicht auch schon wusste, das wird man politisch eh nicht gewinnen, da hat man praktisch den Kampf schon von vornherein verloren gegeben. Aber jetzt hier so eine Lappalie, da lässt man dann mal abklopfen, ob der Minister das überhaupt darf, sich da reinzuholen. Naja, ist schon traurig, weil wir sehen ja nicht nur, was das RKI gemacht hat, wir sehen, wie eine Behörde, die in der Nationalstaatlichkeit gewachsen war, die bestimmte Inhaltlichkeit zu prüfen hatte, zerlegt wird. Das ist ja das, was sich abspielt. Die Menschen geben nach bestimmten Weisungen, aber damit wird die Behörde und ihre Funktion zerlegt. Das Gleiche gilt für das Paul-Ehrlich-Institut. Und jetzt muss man dem so präzise nachgehen. Und das ist auch verwirrend für jeden Einzelnen, wenn du das einzeln leisten musst. Und an der Stelle will ich wirklich nochmal sagen, danke. Also danke, dass ihr euch hinsetzt und dass das einfach so leistet, denn das kann man als Einzelner nicht leisten. Und es ist ein Spiel, um mit Noam Chomsky zu reden, in der Konsensfabrik, dass der Spielraum der Möglichkeiten der gedanklichen Auseinandersetzung mit Wirklichkeit so eingeschränkt wird und dann dafür diese Scheingefechte im Sinne von Detailfragen geklärt werden. Sehr guter Hinweis, ja, dass man sozusagen, er hat ja gesagt, ne, dass das Spektrum der akzeptablen Meinung so einzuschränken, dass es sozusagen dem vorgegebenen Rahmen spricht, aber darin ja eine sehr lebhafte Debatte aber ganz zuzulassen. Lebhaft. Die Art und Weise, wie das jetzt passiert ist, dass also eine Person aus dem RKI, die jetzt zwar dort nicht mehr arbeitet, aber dennoch auf mich zugekommen ist, zeigt ja auch schon so ein bisschen die innere Zerrissenheit dieses Instituts auf und dass da eben einige Leute auch einfach wirklich verzweifelt waren in der Zeit. Also dass sie sozusagen auch das RKI hat den Maulkorb gewissermaßen. Du hattest mich ja gestern gefragt, auch noch so ein bisschen zu diesen Interna. Also ohne die Person zu gefährden, kann ich, glaube ich, Folgendes noch erzählen. Er oder sie meinte, dass die Abteilungen mit Geld überschüttet wurden. Von Anfang an, das Geld floss auf einmal in Strömen. Und viele Fachreferate, die jahrelang gekämpft haben, an Gelder ranzukommen, wurden auf einmal mit Millionen überschüttet. Das Geld saß auf einmal locker. Und das war der Anreiz fürs Institut. Also sonst musste man zig Anträge schreiben und für nichts war Geld da und für alles Sondergenehmigungen. Und auf einmal floss die Kohle. Also man hat das Institut auch einfach eingekauft. Man stellt sich das nicht so vor, aber man denkt, es ist ja eh eine staatliche Behörde, die hat doch eh immer Geld, so viel wie sie will. Nein, nein. So ist das nicht. Das und ist einfach so, dass die sonst immer kämpfen musste und plötzlich nicht mehr kämpfen musste. Ja, und was daran interessant ist, fällt mir nur ein, auch wegen der Theater. Es ist eben keineswegs so, dass eine Institution einfach bleibt. Ich erinnere mich zum Beispiel, die Theater wurden in den letzten 30 Jahren im Wesentlichen als Geldschlucker beschrieben. Also die waren teuer und eigentlich muss man doch viele Basics irgendwo entwickeln, hier und da. Und die Nationaltheater wurden in Frage gestellt und damit natürlich die Institutionen. Und die Vernichtung klassischer Institutionen ist meines Erachtens Teil des Programms.
Weil irgendwann weiß ich, hat eine Freundin, also die mit in irgendeiner übergeordneten Organisation war, so FDP-mäßig, und dann hat es mir gelangt, dass ich sage, sagt, was ihr wollt. Ihr wollt jeden Inhalt kontrollieren. Ihr wollt jedes einzelne Projekt über Fördermittel lenken. Und jede Institution hat nämlich eine eigene Bewegung. Da kriegt dann der Regieassistent, der lange genug da ist, kriegt irgendwann eine Inszenierung. Oder in einer Behörde können Leute auch aufsteigen und absteigen und werden anders inhaltlich und von ihrer Perfektion her betrachtet. Da sagt man, der hat das toll gemacht. Aber wenn ich sozusagen staatlicherseits über Fördermittel dirigiere, gibt es keinerlei wirklich fachgerechte inhaltliche Auswertung, weil die Leute das einfach nicht können. Die können nur Loyalität der eigenen Wünsche gegenüber beurteilen. Und das ist natürlich ein Verhängnis. Deshalb glaube ich auch nicht, dass der Staat schuld ist, sondern der Staat wird gekapert für Bewegungen und wird... Welche ist die Bewegung? Ja, das ist, hast du gesagt, die Polis. Also du hast natürlich im Moment einen weltweiten Kampf der supranationalen Konzerne. Da kommt ja die Macht Pfizers her. Sie agieren eben über die Nationalstaaten hinweg. Und Nationalstaatlichkeit wird als Hemmnis. Siehe Ungarn, wo plötzlich dieses Nest da eigene Ansprüche nach Frieden artikuliert über ihren Präsidenten. Und das muss sozusagen entinstitutionalisiert werden und damit privatisiert und damit nicht mehr aussagefähig. Und das findest du im Detail dann eben hier auch. Die Behörde wird geschluckt. Ja, aber dieser Gedanke sozusagen über Fördergelder zu disziplinieren, den findet man ja überall, ne? Oder auch Demokratie leben zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, wo du Institutionen entsprechend förderst, dann alle 3 Jahre einen neuen Antrag stellst. Und das findest du ähnlich auch im Journalismus. Also diese Disziplinierungsmethode via Fördermittel oder Universitäten ist ein krasses Beispiel sogar. Haben wir jetzt auch gerade erlebt mit der aktuellen Ministerin und wo dann mittlerweile, glaube ich, jeder sich 3-mal überlegen wird, wenn er noch Fördermittel bekommt, ob er sich nochmal pro Palästina äußert. Und das ist vielleicht mit diesem Verweis auf RKI tatsächlich auch nochmal ein Erklärungsansatz. Das müsste man sich auch nochmal in anderen Bereichen anschauen, ne? Wie das über Fördermittel gelaufen ist. Weil das könnte tatsächlich ein Faktor sein, den man bisher vielleicht gar nicht so in Betracht gezogen hat. Aber all die Bereiche, die du jetzt aufgezählt hast, führen natürlich nochmal so zu dieser großen Frage der Aufarbeitung. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, auch über deinen Verweis, was Zivilgesellschaft angeht, siehst du diese Aufarbeitung tatsächlich eher als ein Werk der Zivilgesellschaft als über staatliche Institutionen? Oder hast du da konkretere Vorstellungen, wie so eine Aufarbeitung tatsächlich laufen könnte? Also ich hatte anfangs mal plädiert für eine Enquete-Kommission, aber die finde ich zu soft. Also da habe ich mich jetzt sozusagen nachträglich korrigiert. Es bräuchte einen Untersuchungsausschuss. Also es bräuchte tatsächlich, ich denke, es könnte parlamentarisch laufen. Nur wir haben jetzt auf jeden Fall im Bundesparlament nicht den Willen und die personellen Ressourcen dafür, würde ich sagen. Außer jetzt vielleicht das BSW und die AfD und ob die sich jetzt zusammentun und das machen würden. Was sollen sie in der Sache dann tun? Weil es geht wirklich immer um Sachen und nicht um ideologische Zuschreibungen. Das ist, finde ich, etwas... Da, also jedenfalls, ich denke, dass die ideologischen Zuschreibungen sind so absurd und historisch durch nichts gedeckt. Also das geht einfach nicht, die Art und Weise, wie die Bevölkerung da irregeführt wird und du mit irgendwelchen Slogans irgendwo hinrasen sollst, um irgendetwas zu schützen. Und ich bin sowieso ja immer wütend und sage, weißt du, es gibt nämlich, die Italiener haben für Faschismus den Begriff ja Faschismus. Da hat Ulrike Geron ein sehr schönes Video gemacht, in dem sie nachgewiesen hat, dass das von dem Begriff des Bündelns kommt. Und in Deutschland hast du ja für die Nazis den Begriff des Nationalsozialismus. Und das ist natürlich ideologisch besetzt. Und damit sind 2 Begriffe, in denen die Menschen sich äußern können für ihre Anliegen, zerstört. Also der Sozialismus als Vision ist damit erstmal ad acta gelegt oder
findet nicht seine Kraft, die oder kann immer wieder neu zerstört werden. Und jetzt ist der Nationalstaat dann und die Nationalität, in der Menschen sich noch äußern, wie die Gelbwesten zum Beispiel. Die gehen ja nicht für die Welt auf die Straße, sondern in Frankreich für die Ziele, die sie beurteilen können. Und das wird jetzt diskreditiert. Und das ist ein Psyop ersten Grades zugunsten von supranationalen Zusammenschließungen, die die Weltbevölkerung fassen. Und da spielt die Impfung eine primäre Rolle und auch eine gefährliche. Also ich war einmal für eine Enquete-Kommission und bin jetzt eher für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Es gibt ja sowas auch schon in den USA. Und da frage ich mich auch immer, warum Deutschland da so hinterherhinkt. Ich sehe uns immer noch so ein bisschen als eine Demokratie im Anfangsstadium, als im Endstadium will ich uns eigentlich nicht sehen. Aber im US-Kongress findet ja gerade dieses Select Committee on the Coronavirus Pandemic statt. Und wenn man sich das mal anschaut, da geht es auch nicht zimperlich zu. Also ich weiß nicht, habt ihr da euch schon mal Sendungen von angeschaut? Auszugsweise zumindest. Ja, also da wird wirklich Tacheles geredet. Und das Schöne ist, es ist ein überparteilicher Untersuchungsausschuss. Das heißt, da sind Demokraten und Republikaner zusammen. Sogar die Demokraten haben sich aufgerüttelt, mal ein paar kritische Fragen zu stellen. Und das, obwohl ihr Pandemiepräsident ja immer noch in charge ist, das finde ich eben schon bemerkenswert. Und dann maybe. Maybe, vielleicht, aber wissen wir ja nicht genau. Ja, genau, so offiziell ist er in charge, genau. Aber da werden wirklich sehr, sehr kritische Fragen gestellt, was man in Deutschland zum Teil gar nicht mitbekommt, über den Ursprung der Pandemie sehr, sehr viel. Also alle Player, die möglicherweise was mit dem Laborursprung zu tun hatten, werden dort an den Tisch gebeten. In Deutschland ist es ja immer noch sozusagen die subalterne Sichtweise, überhaupt davon auszugehen, dass es aus dem Labor kommt. Und der Diskurs, der dort aktuell läuft in diesem Untersuchungsausschuss, wird hier auch gar nicht zur Kenntnis genommen. Aber ich wäre dafür, dass Deutschland sich demokratietheoretisch ganz stark ein Beispiel nehmen sollte an so Ländern wie USA oder auch Brasilien. Brasilien hat nämlich zum Beispiel auch Untersuchungsausschüsse, wenn so große Ereignisse passieren, wie zum Beispiel dort der Sturm auf ihr Parlament. Das war ja am 8. Januar 2022 in Brasilia und es hat dann infolge dieses Ereignisses einen ganzen Untersuchungsausschuss gegeben, der live übertragen wurde auf einer Seite der brasilianischen Regierung. Wenn ich mir das anschaue, da könnte ich immer ins Heulen kommen, was wir irgendwie tatsächlich für eine Low-Level-Demokratie sind, verglichen damit, weil diesen Transparenzansprüchen wird unsere Regierung nicht annähernd gerecht. Also wir haben eine BPK, wo Fragen irgendwie vorsätzlich abgewiegelt werden. Also ich meine, das erlebst du ja Woche für Woche. Und auch nicht öffentlich übertragen, ne? Ja, genau, das sind ja dann, seid ja ihr Journalisten. Genau, das sind sozusagen die Privataufnahmen der Nachdenkseiten oder von Thilo Jung, aber es wird nicht öffentlich übertragen. Das gab es mal mit Phoenix, aber es ist Jahre her. Genau. Wahnsinn. Ja, also unglaublich. Und ich finde, es sollte einen Untersuchungsausschuss geben nach einem Vorbild der USA, der live ins Netz gestreamt wird. Und ich denke mir immer, warum sollte das denn hier nicht möglich sein? Es ist doch von uns alles bezahlt. Ja, natürlich. Ja. Und es gibt, und ich denke, diese Forderung, die dürfen wir als Bürger nicht locker lassen. Also das muss man immer wieder hochhalten, dass das das Level an Demokratie ist, wo wir eigentlich hinwollen. Also das, was passiert ist, die letzten 3 bis 4 Jahre hätte gar nicht stattfinden dürfen, in meinen Augen. Einfach weil das Grundgesetz eingeschränkt wurde auf einer Basis, die, wie wir jetzt lesen können aus diesen Protokollen, jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrte. Vermeintliche Sicherheiten waren die ganze Zeit keine Sicherheiten. Also das, was nach außen hin als Sicherheiten dargestellt wurde, auch von einer Person eben wie Lothar Wieler, können wir jetzt ganz klar lesen aus den Protokollen, da gab es eben Gegenstimmen. Oder es gab diese Sicherheit nicht. Stattdessen wurde da mal in einer Sprachregelung gefeilt, um die entsprechende Sicherheit darzustellen. Ich glaube, wir müssen das weiter einfordern, auch wenn es, sage ich mal, die aktuelle Regierung, die ja maßgeblich auch für eine Eskalation der Maßnahmen verantwortlich ist. Also unter Scholz ist das Ganze ja nochmal, würde ich sagen, ein paar Stufen hochgefahren worden. Das kann man ganz klar sehen an dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht und an der Debatte um die allgemeine Impfpflicht. Und auch die 2G-3G-Maßnahmen sind unter Scholz erfolgt. Also ausgesperrt wurde ich vom öffentlichen Leben nicht in der Zeit unter Merkel,
sondern in der Zeit unter Olaf Scholz. Da durfte ich den ganzen Winter lang keine Bar und kein Café besuchen. Das heißt, es ist irgendwie so ein bisschen logisch, dass die aktuelle Regierung eben nicht an dem Ast sägen kann, auf dem sie aktuell noch sitzt. Das heißt, ich erwarte mir nicht so viel, dass die aktuell noch, die damals in der Verantwortung waren und jetzt noch in der Verantwortung sind, sich da um Aufklärung bemühen. Ich meine, nicht mal eine popelige Enquete-Kommission haben sie durchbekommen, von einem Untersuchungsausschuss ganz zu schweigen. Aber ich denke, gerade mit dem Blick ins Ausland können wir als Bürger das immer wieder einfordern und sagen, das ist das, was wir uns unter Demokratie und unter Transparenzansprüchen, die eine Demokratie leisten muss, eigentlich vorstellen. Ich glaube, das müssen wir auch, weil es sonst nicht stattfindet. Es muss eingefordert werden. Insofern darf man auch wirklich nicht verstummen. Und zwar, weil es geht ja nicht mal nur um das, worüber gesprochen wird, sondern auch über die Methode. Und die ist ja x-beliebig anzuwenden. Und das sieht man ja auch an den Konflikten, die als nächstes da sind. Da wird aufgerüstet und von Krieg gesprochen, als sei das irgendwie das nächste Mittagessen, was man gerade berät. Und immer kommen die Bürger überhaupt nicht vor. Und so ein Satz wie nie wieder Krieg wird kriminalisiert im Grunde. Und da müssen auch das müssen die Menschen einfordern. Weil die nächste Frage, Krieg und Frieden, steht ja im Raum. Und die bedarf auch der Verweigerung der Bevölkerung. Definitiv. Und da ist wahrscheinlich, der Westdeutsche hat noch ein bisschen Nachholbedarf zu den Ostdeutschen. Das hat man jetzt auch gemerkt. Und ich denke, vielleicht lernen wir dieses Misstrauen gegen unsere eigenen Regierung. Also das, was viele Länder aufgrund der leidvollen Erfahrungen unter zum Beispiel dem Sowjetregime machen mussten, die verwöhnten Westdeutschen, die einen netten großen Bruder all die Jahre hatten, dürfen jetzt vielleicht mit dem harten Aufschlag in der Realität auch ein wenig mehr Misstrauen gegen ihre also Regierung lernen. Also an der Stelle möchte ich sagen, wegen meinem Sowjetregime, unter dem ich ja auch gelebt habe, da denke ich zum Beispiel, dass es sehr viele Freiheiten gab, die nicht gesehen werden und die eine größere Wirkung haben als ein bewusstes. Zum Beispiel habe ich neulich mal gedacht, es ist verrückt, dass die Ostdeutschen so widerspenstig sind. Und früher hatte ich immer nur die eine Überlegung, als Beispiel im Jugoslawienkrieg, wo eben die Ostdeutschen gegen die Bombardierung waren und die Westdeutschen dafür. Und das habe ich mir erklärt, weil die Ostdeutschen sich vorstellen, wie es ist, wenn dir Bomben auf den Kopf fallen. Und das findet man nicht gut. Da hast du dich sozusagen mit der Ohnmacht identifiziert. Und die Westdeutschen sich vorstellen, wie sie sie werfen. Und natürlich, um Gutes zu tun, selbstverständlich. Da wird sich mit der Macht identifiziert. Und dann habe ich neulich, dachte ich, das kann nicht wahr sein. Wir Ostdeutschen verdanken der sowjetischen Besatzung so viel. Zum Beispiel die Tatsache, dass sie das Deutschsein nicht kriminalisiert haben und den Faschismus wirklich versucht haben zu analysieren als das, was es ist. Die Herrschaft des reaktionärsten Finanzkapitals in Komplex mit dem industriellen militärischen Komplex und nicht einer kulturellen Bevölkerung, gebildeten Bevölkerung. Und sie haben von Anfang an hochgeschätzt die deutsche Kultur, das tun sie bis heute. Und sie haben, ihre erste Reparationszahlung war der Aufbau eines neuen Theaters. Das Deutsche Theater wurde eröffnet mit der Vorstellung Nathan dem Weisen. Also eine deutsche Kulturleistung eines deutschen Schriftstellers, den dann alle kannten. Und deshalb bist du in der DDR nie so antideutsch gewesen als Eintritt in eine neue Bürgerlichkeit. Und das wiederum verdanken wir der sowjetischen Besatzungsmacht, die das keine kulturelle Besatzung war. Zumindest was diese kulturelle Hegemonie angeht, also aus diversen Gründen würde ich dir aber recht geben, aber es gab ja vermutlich auch Gründe, ich meine, das ist jetzt vielleicht eher auf die DDR selbst zurückzuführen, dass du in den 80ern ausgewandert bist. Also du bist ja nicht bis 89 geblieben. Aber das kann ich dann auch persönlich erklären. Ich habe immer gesagt, es gab zwei Altersstufen, in denen war die DDR sehr schwierig. Das war die Pubertät und die Midlife-Crisis. Weil du in der Pubertät dir der Einschränkung deiner Möglichkeiten durch die Mauer so bewusst warst,
da musst du automatisch hadern. Es gibt niemanden, der damit mit dieser verschlossenen siebten Tür zufrieden ist. Und in der Midlife-Crisis war die DDR einfach zu klein. Da waren dann alle Verhältnisse ausgereizt. Und ja, und so bin ich dann ausgereist und es war ausgereizt. Und ich wollte auch noch nur mal zur Bestätigung sagen, wie hieß denn der Herr aus dem Ministerium, der diesen Brief, mit dem er hinwies auf die auf den Panikpapier, Auftrag, meinst du, oder? Genau, Angst zu implementieren. Da gehen jetzt gerade zwei Dinge durcheinander, weil der eine war Stefan Kohn, der hat das Fehlalarmpapier geschrieben. Das hat aber nichts mit dem Panikpapier zu tun. Ach so. Das Panikpapier ist ja von der Gruppe von Beamten aus dem BMI, die im Prinzip selber diese Angststrategie einführen wollten. Mhm. Also das waren Wirtschaftswissenschaftler, zwei China-Experten, Heinz Bude, der Soziologe, und Denise Feldner, eine Lobbyistin und für vierte industrielle Revolution. Aber der Stefan Kohn war ja gegen das alles. Genau. Das war auch ein anderes Datum. Der hat das am 8. Mai verschickt an alle Ämter, am Tag der Befreiung. 8. Mai, es war auch ein Feiertag, es war ein bisschen ein Fehler von ihm, weil dann die ganzen rechten Medien schon reagiert haben darauf und die Behörden noch keine Zeit hatten zu reagieren. Dadurch war es dann sofort alles im rechten Spektrum verortet und der ganze Fall wurde rechts geframed, obwohl er eigentlich komplett das Richtige gesagt hat. Medienstrategisch war es aber dumm, was sie gemacht haben, muss ich einfach leider sagen. Aber und der ist bis heute arbeitslos, ne? Genau. Ich weiß. Also und selbst verschuldet, habe ich damals auch gesagt, ich habe einen Artikel über ihn geschrieben, weil er sich danach in sehr unseriöse Formate gesetzt hat. Also beispielsweise Corona-Untersuchungsausschuss hat dann so eine Art, wie nennt man das, Exit-Szenario, die haben das Pandemic-Exit-Szenario genannt, wo er dann den neuen RKI-Leiter gespielt hat. Es war alles ein bisschen klamaukartig und ich habe dann gedacht, also klar, das kann man jetzt nicht juristisch ins Felde führen, aber die ganzen Aktionen zielten doch in eine Richtung, wo man dann nachvollziehen kann, dass das BMI sich jetzt nicht ein Bein ausreißen wird, ihn als Mitarbeiter wieder zurückzugewinnen. Nein, dass er sich dann medial, sagen wir zumindest mal, naiv verhalten haben, auf jeden Fall. Gleichzeitig kannst du ja auch sagen, okay, das, was er an sich geschrieben hat inhaltlich, war ja eigentlich nicht falsch. Aber ich war bei der Gerichtsverhandlung von ihm dabei und das ist was in Deutschland nie als Kavaliersdelikt gesehen wird, nämlich die Verletzung des ordentlichen Dienstwegs. Und damit war er draußen. Er hat nicht an seinen oberen Referatsleiter, war Oberregierungsrat und er hat es nicht an seinen jeweils Vorgesetzten geschickt, weil der war gerade im Urlaub und hat das an einem Feiertag eben an alle möglichen anderen geschickt, inklusive der Krisenstäbe. Und damit habe er den ordentlichen Dienstweg verletzt. Er hat dann argumentiert, weil der im Urlaub war, ist er doch aus in diese Position vorgerückt. Es hat aber das Gericht nicht gelten lassen. Aber das ist doch eben der Wahnsinn, dass du über den geordneten Dienstweg nichts erreichst. Das ist ja wie der Hauptmann von Köpenick. Aber wenn du ihn umgehst, um eine Veröffentlichung der Problematik zu erreichen, bist du kriminell. Aber formaljuristisch hat Aya natürlich recht, ne? Da hatten natürlich sie was. Natürlich hat Aya Sie hatten halt was. Das ist völlig richtig. Aber das muss mich ja als Bürger nicht davon abhalten, zur Kenntnis zu nehmen, dass da jemand seine Existenz in Frage gestellt hat. Sicher, und ich finde auch, dass das Schule machen sollte. Also ich finde in Deutschland, die deutschen Beamten sind viel zu ängstlich und angepasst. Ich hoffe eigentlich, dass jetzt der aktuelle Leak vielleicht dazu beiträgt, dass sich ein paar Leute in den Behörden an ihr Gewissen erinnern. Also dass man vielleicht mehr Leute findet, die langsam den Mut haben, damit an die Presse zu gehen. Sie müssen nicht zu mir kommen, sondern einfach an die Presse, wem auch immer sie in der Presse vertrauen. Dass man einfach sagt, ich sitze hier auf Datensätzen, auf behördlichen Unterlagen, die für das Wohlergehen von 84 Millionen Bundesbürgern entscheidend waren die letzten Jahre. Ich komme da ran. Niemand hindert dich. Und wenn man das gut anstellt, mit Informantenschutz, alle diese Investigativjournalisten, auch von Welt und so weiter, haben ihre eigenen Threema-Adressen. Darüber kannst du die erstmal safe kontaktieren. Und dann kannst du sagen, ich habe hier brisantes Material, ich möchte das gerne an die Presse rausgeben. Also, dass das Schule macht, das würde ich mir echt wünschen. Vielleicht passiert das ja. Ja, natürlich, das wünsche ich mir auch. Ich meine, ein paar Fälle hatte man ja auch in letzter Zeit, ne? Also wo man auch jetzt sagen muss, wo Öffentlich-Rechtliche im Gegensatz zu Corona halbwegs progressiv reagiert haben. Also entweder diese Ansagen, Förder- und strafrechtliche Konsequenzen bei den Unterzeichnern dieses Briefes an die FU-Leitung, weiß ich, ob ihr euch erinnert, das wurde ja auch dann direkt, glaube ich, war ein SWR geleakt,
aus dem Ministerium heraus ist zu vermuten. Eine andere Sache ist mir jetzt gerade nicht bewusst, aber die ging ja in eine ähnliche... Das befindet sich im akzeptablen Meinungskorridor. Ja, nee, klar. Das werden sie auch deswegen, weil sie wissen, dass... Da finden sie auch noch beim ÖR ansprechen, Wissenschaftsfreiheit etc., da bist du noch und das halbwegs. Das stimmt alles, aber ich möchte trotzdem noch mal sagen, es gibt auch einfach ein Gerechtigkeitsgefühl. Und dieser Mann hat etwas versucht, was wirklich wichtig war und ist abgestraft für sein Leben erstmal. Und das zu fremen mit rechts und links, diese Absurdität überhaupt, wo gar kein Mensch mehr weiß, was das ist, ist vielleicht auch eine Generationssache, weiß nicht, wie du es siehst, aber so dieser Linksbegriff, glaube ich, oder was versteht man unter links, mag sich vielleicht sogar bei uns dreien unterscheiden. Ne? Ganz bestimmt. Und dann gibt es natürlich noch die rechte Zuschreibung, linksgrün, versifft etc. Aber das ist natürlich irgendwie ein völlig absurder Linksbegriff, der auch nur von außen draufgehauen wird. Also ich weiß nicht, ob sich eine Annalena Baerbock selbst als links bezeichnen würde. Bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das nicht tun würde. Das hört davon ab, wer ihr die Rede schreibt. Also, weil sie selbst bezeichnet, ist ziemlich wurschti. Also, aber es ist nur so, dass die Zuschreibungen eben nicht mehr sicher zu orten sind. Also soweit ist es ja nun, kommt man mit seinem persönlichen Gefühl nicht zurecht. Und jetzt, ich bin jetzt nun noch mal viel älter, aber es ist mir auch egal, ob jemand als rechts oder links gefremd wird. Sagt er was Vernünftiges oder was Unvernünftiges? Und der Maßstab für Vernunft ist ein letztlich friedliches Miteinander und ein kultureller Austausch oder eine gedankliche Erweiterung des eigenen Lebens, in dem dann eben Leben überhaupt möglich wird, dass du staunen darfst, dass du ironisch sein darfst, dass du Humor haben kannst, dass die Aufklärung einfach nicht in den Mülleimer gehauen wird. Dieses "Wir machen das jetzt nicht mehr", denke ich, kann eben durch eine Aufklärung von unten entstehen. Also jetzt aktuell zum Beispiel, das haben jetzt gestern 3 Millionen Menschen schon mitbekommen, also den Tweet haben 3 Millionen auf Twitter hat er erreicht. Ich glaube, dass man wenn die Aufklärung von oben nicht kommt, kann man zumindest daran arbeiten, das kollektive Bewusstsein über diese Vorgänge zu verändern. Und ich bin mir zum Beispiel ganz sicher, auch wenn wir jetzt die Aufarbeitung, die wir uns als Journalisten oder als aufgeklärte Bürger vielleicht wünschen, noch nicht bekommen haben, dass dieser Prozess dennoch schon passiert und dass er unvermeidbar ist, weil wir uns als kollektives Bewusstsein weiterentwickeln und das sozusagen nicht mehr an diesen Top-Down-Ansatz, der ja klassisch vorherrschte, gebunden ist. Und beim nächsten Mal, was auch immer an neuen Pandemien entsteht, Zwangsmedikationen sehr viel schwerer zu implementieren sein werden, als es diesmal der Fall war.